So, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Stardew Valley. Wir haben ein ganz ordentliches Cash gemacht in der letzten Folge. 3000 und noch ein bisschen was. Also ein sehr nettes Sümmchen, mit dem können wir jetzt tatsächlich was anfangen. Und wir wollten jetzt heute mal gucken. Erstmal schauen wir nach dem Wetter. Es wird klar und sonnig morgen. Ein perfektes Wetter für das Flowerdance Festival. Toll, das heißt, wir haben morgen schon das Flowerdance Festival. Und wir haben displeasedes Glück heute, also displeasedes Spirits. Okay, schauen wir mal hier. Das schaut doch ganz gut aus hier. Unser Garten. Und wir haben einen Brief bekommen. Den lesen wir jetzt gleich mal zuerst. Hallo, lieber Pedonzo. Morgen werden wir alle uns versammeln für das Flower Dance Festival. Wenn du einen Partner finden kannst, könntest du sogar selbst teilnehmen an diesem Tanz. Da ist eine kleine Lichtung jenseits des Waldes im Westen der Stadt, wo wir diesen Tanz abhalten werden. Geh dorthin zwischen 9 und 12, wenn du interessiert bist. Mit Grüßen, der Bürgermeister Louis. Wir schauen auf jeden Fall vorbei. Auch wenn ich daran zweifle, dass wir 4 Herzen bis dahin kriegen. Aber ich gebe nicht auf. Ne? Wir geben nicht auf, wir schauen, wir probieren es einfach. Und ja, noch ist nichts verloren. Deswegen werden wir erstmal den Garten gießen. Das ist erstmal wichtiger als jedes Herzchen, was man mit Abby kriegen kann. Was? Warum sagst du das? Okay. Und dann würde ich sagen, gießen wir mal hier ein bisschen den Garten. Erstmal die kleinen Dinger hier, damit wir dann frisches Wasser holen können. Huch. Ich wollte nicht den Weg gießen, tatsächlich. Das war ein kleiner Fehler meinerseits. So, 1, 2, 3, 4, 5. Mensch, die Skanne ist leer. Na gut, dann holen wir noch eine Ladung Wasser. Ich habe auch eine kleine Überlegung gemacht tatsächlich, als ich mal so ein bisschen nichts zu tun hatte. Und ich denke, ich werde die Farm ein bisschen anders strukturieren, als ich es ursprünglich geplant hatte. Und zwar hatte ich vor, und ich denke, das machen wir dann nach dem Flower Dance Festival noch in diesem Frühling, hier unten erstmal einen großen Weg zu basteln. Wie gesagt, erstes, was wir dann machen nach dem Flower Dance, wir werden da unten ein bisschen eine Felderstruktur anlegen, damit wir hier das dann im Sommer ja, neu und einzigartig durchstarten können. Und ja, mit dem gesagt, möchte ich euch dann gleich zeigen, was ich mir vorstelle tatsächlich. Erstmal möchte ich die Felder hier schnell fertig gießen, damit die dann auch wirklich sicher mit dabei sind. So. Hier nochmal. Und dann ist noch eine Reihe übrig. Wird knapp, aber ich denke, das Wasser wird reichen. Und dann zeige ich euch, was ich mir vorgestellt habe. Mit unserer Farm. So, hier oben diese Felder hier und dieser ganze Weg, der hier jetzt ist, die werden alle abgerissen dann. Ne? Also dann im Sommer wird das Ganze alles hier abgerissen und stattdessen werden wir das Ganze umgestalten. Also hier dieses ganze Ding hier, ne? Hier runter basteln wir schnurgerade erstmal einen Weg. Da kommt dann so ein Kiesweg hin. Und dann machen wir auf diese Seite hier, machen wir eine Feldstruktur. Hier bis zum Rand. Und auf der gegenüberliegenden Seite machen wir auch eine kleine Feldstruktur. Hier alles. Werden wir alles bis zum Fluss rüber alles zukleistern. Und hier natürlich einen Weg runter. Und wie es dann hier auf der Seite weitergeht, das entscheiden wir dann bei Zeiten. Aber erst einmal jetzt hier halt. Ne, diese Seite. Also diese Seite da drüben. Also hier. Also hier habe ich vor, hier ungefähr die Grenze zu ziehen. Ne? Dass wir hier die Grenze machen, hier so eine kleine Straße oder was, einen kleinen Weg hinbauen. Und dann hier eine Straße natürlich nach oben. Und dann können wir hier links und rechts, hier und hier, ja, Felder anlegen. Hier oben, das habe ich ja bereits besprochen, da kommen dann Silos hin. Und wir pflanzen Bäume hin. Ne, wo wir dann Tepper dran machen. Und hier unten könnten wir dann eigentlich Obstbäume anpflanzen. Hier so, hier so eine gerade Strecke rüber. Überlegen wir uns dann noch. Oder wir lassen es hier einfach zuwuchern. Ne, das entscheiden wir dann. Ich tendiere eher zu letzterem. Dann können wir nämlich hier Gras anpflanzen. Das kann hier alles zuwachsen. Und dann können wir am Ende des Sommers dann, so im letzten Tag oder immer am letzten Tag der Jahreszeit, hier alles absensen. Ne, mit der Sense hier einmal durch, so, zack, zack.
und dann das ganze Gras wegmachen, was hier gewachsen ist. Und dasselbe könnten wir hier eigentlich auch machen. Aber wie gesagt, das entscheiden wir dann noch, wenn es soweit ist. Wichtig ist mir erstmal nach dem Flower Dance Festival übermorgen hier einen Weg zu bauen. So. Und mit dem gesagt, will ich gerne jetzt mal eine Kiste bauen erstmal. So. Huch, das wollte ich nicht. Ja, ist egal. Dann bauen wir hier draus jetzt erstmal die Kiste. Die da nämlich. So. Und dann schmeißen wir den hier wieder rein und stellen die Kiste hier hin. So, und die Farbe, die bekommen jetzt die Farbe Schwarz. Das steht für Werkzeug. Na, das wisst ihr jetzt. Da kommt das Werkzeug rein, dann tun wir mal das von da drüben. Die Angel nämlich auch da rein. So. Huch, das wollte ich nicht. Das wollte ich. So. Haben wir das Werkzeug untergebracht. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal. Ich schmeiß die Geode hier noch. Ach nee, wisst ihr was? Wir gehen zum Schmied mit der Geode. Ach nein, wir können ja eh nichts schenken. Also können wir es doch hier einlagern. Entschuldigung. Großes Hin und Her gerade. Ich wollte jetzt erst eigentlich zum Schmied gehen und gucken, ob der da noch einen interessanten Stein, den wir als Geschenk für Emmy brauchen könnten, rausholen kann. Aber dann ist mir eingefallen, wir haben Emmy ja schon zwei Sachen geschenkt. Das heißt, es hat sich für uns eh erledigt. Schade. Wir können jetzt eine Sache noch machen. Wir können mit ihr reden. Wir können zweimal noch mit ihr reden. Also heute und morgen eben. Und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht die vier Herzen vollkriegen. Ich weiß ja nicht, wie nah dran wir sind, an dem vierten Herz. Ich hoffe, wir sind sehr nah dran. Ganz ehrlich, also müssten wir schon, weil wir haben zwei Sachen geschenkt. Aber das weiß ich nicht natürlich. Also ich hab da jetzt nicht genau mitgerechnet. Ich kann es nur hoffen. So, schauen wir mal hier oben. Ist sie denn zu Hause? Nein, sie ist nicht zu Hause. Dann ist sie wahrscheinlich schon im. Ach nein, es ist Dienstag. Das heißt, sie wird jetzt wahrscheinlich bei diesem Ladies Sportclub da oben sein. Dann warten wir, bis dieser Ladies Sportclub zu Ende ist. Und gehen dann abends halt nochmal vorbei bei ihrer Arbeitsstätte. Wir wissen ja, wo sie arbeitet. Wo ist sie? Hier, morgen Flower Dance. Das heißt, wir können ihr am Geburtstag nochmal was schenken. In dieser Woche können wir ihr drei Sachen schenken. Und da bin ich schon sehr gespannt. Ja, da ist der Ladies Sportclub. Hallo. Schauen wir mal. Wir sagen mal Hallo zu ihr. Übungen können Spaß machen. Ist das so? Man sieht ein kleines Beinchen bei dir. Hier sieht man ein bisschen Bein. Oho. Ja, wir schauen also dann heute Abend nochmal in den Pub. Und solange würde ich sagen. Moment. Sagen wir mal zu ihm Hallo. Ich will schon mal meine Einkäufe hier erledigen. Ja, schön. Das gefällt mir. Ne? Können wir den ein bisschen unterstützen, den guten Mann? Der hat's verdient. So, Katalog. Was ist ein Katalog? Oho. So, wir könnten einen Kirschbaum. Der ist wann? Wann ist der dran? Im Frühling. Okay, also das heißt, der lohnt sich jetzt für uns noch gar nicht. Wie schaut es mit der Aprikose aus? Kann es in Spring, im Frühling auch. Okay, Orange ist im Sommer dran. Also es lohnt sich auch noch nicht. Das hier, auch im Sommer. Und Pomegranate ist zu teuer. Okay, die können wir uns nicht leisten. Den Apfel auch nicht. Der wäre dann im Herbst dran. Ja, Mist. Ja gut, wird dann Baumpflanzen wird dann wohl im nächsten Jahr stattfinden. Da holen wir uns dann einen Aprikosenbaum und den können wir dann bei uns an der Farm aufstellen. Oder wir holen uns gleich einen Kirschbaum. Mal schauen, je nachdem, wie viel wir verdient haben bis dahin. Jetzt erstmal ist das noch unwichtig. Jetzt ist erstmal wichtig, viel wichtiger, dass wir schauen, dass wir Emmy irgendwie finden. Also, oder beziehungsweise mit ihr quatschen können. So, ich gehe mal kurz hier rein. Hallo. So, ja, wir haben ein paar Minispiele. Die jetzt natürlich erstmal die Fest. Oh. Ich hatte jetzt nicht vor, es zu spielen. Ach, was soll's? Probieren wir uns mal dran. Wir haben es ja schon mal geschafft. Ah, Mist. Ja, ärgerlich. Das war das erste Leben von ich weiß nicht wie vielen.
So, ja, ich bin nicht gut in diesem Spiel, ne? Also man steuert bei diesem Spiel ja mit mit WASD und den Pfeiltasten. Ist sehr gewöhnungsbedürftig tatsächlich. Und ich krieg's nicht hin. Nee, ist egal. Ist egal. War nur eine kleine Idee, kleine Spielerei sozusagen. Wir haben es ja bereits schon mal geschlagen, zusammen mit unserer Abby. Oder war das in diesem? Ach nein, das war es nicht. Huch, jetzt habe ich was verraten, was ich in dem anderen, in den ersten ursprünglichen 11 Folgen gemacht hatte. Ups, hey, Entschuldigung. Da hatte ich nämlich tatsächlich, ich verrate jetzt einfach mal, es gab ein kleines Zwei-Herz-Event mit unserer guten Abby. Und da haben wir mit ihr zusammen dieses Spiel eben gespielt. Und ich hatte es geschafft tatsächlich. Also es war das erste Mal, dass ich das geschafft hatte. Sonst ist es immer gescheitert. Und dann hieß es dann so, ja, schade, dass es nichts geworden ist. Aber zumindest hatten wir jede Menge Spaß. So in dieser Art irgendwie so ein bisschen. Habe ich jetzt vorweggenommen. Entschuldigung dafür. Und ich denke, wir machen doch heute schon den Weg tatsächlich. Den können wir ja immer noch nicht wegmachen hier. Nein, können wir nicht. Okay. Dann halt nicht. Schliff. Oh, Kupfer ist gespawnt. Ja, geil. Da könnten wir, glaube ich, wieder einschmelzen und könnten unsere Spitzhacke verbessern. Wäre geil, Freunde. Wäre echt geil. Aber das schauen wir dann mal. Jetzt gehen wir erstmal hier. Also es ist eh schon vorbei. Der Schmied hat schon... Schmied vor allem. Der Schmied hat schon zu. Das heißt, ich bastel jetzt mal schnell den Weg. Was soll der Geiz, ganz ehrlich? Ach nein, wir können gar keinen. Eh kein Kupfer schmelzen. Okay, ist egal. Dann werden wir jetzt einen kleinen Weg bauen. Eine kleine Straße. Wir haben hier 99 Steine. Die nutzen wir jetzt einfach mal ganz dreist. Ich bastle erstmal nur 70. Dann machen wir jetzt einen ganz geraden Weg nach unten. Hier so. Huch. Das wollte ich nicht. Ich wollte nur bis hier bauen. So. Spitzhacke. Der ist nur zwei breit, deswegen, hä? Ja, okay, dann machen wir hier so. Würde ich vorschlagen, dass wir das dann so machen. Moment. So, dann basteln wir jetzt hier noch so den Weg nach drüben. Als logische Abgrenzung sozusagen für unsere Felder. So. So. Ja, haben wir hier einen kleinen Knick gemacht. Ein bisschen das Beste so aus unserer Situation rausgeholt. Ich würde sagen, es passt so tatsächlich. Ne? Also ich würde jetzt nicht groß mehr was verändern. Das schaut eigentlich ganz gut aus, so. Das kann man so anbieten. So, und hier machen wir natürlich dasselbe. Da verbrate ich jetzt einfach mal die restlichen Teile. So, und das schlagen wir wieder raus. Das war zu viel. Des Guten tatsächlich. Okay. Obwohl, vielleicht bauen wir die doch hier rein. Moment. Nein, das schaut blöd aus. Machen wir sie wieder raus. Das schaut echt doof aus. Huch, jetzt habe ich den falschen rausgeschlagen. Entschuldigung. So. Passt so. Dann können wir hier eigentlich... Nee, komm. Das passt so. Dann schmeißen wir den Rest hier in die Kiste rein. Ist da noch Platz? Ja. Ach, da waren noch drin welche drin. Ja, Mensch. Hätte ich mal früher nachgeguckt. Okay, passt dann so. Wir haben 6 Uhr abends. Das heißt... Wir können nichts mehr machen, eigentlich. Wir haben noch jede Menge Energie übrig, können aber damit nichts anfangen. Doch, eine Sache wollte ich noch machen. Das mache ich jetzt mal schnell. Ne? Also ich denke, der eine oder andere weiß schon, was ich vorhabe. Gehen wir hier nach links. Und dann nach unten. Und dann werden wir hier jetzt die Bäume wegschlagen, ne? Weil die nerven langsam. Hier, dass die hier da so ganz willkürlich spawnen. Das kann doch nicht sein. Huch. So. Huch. Hier. So, ich fäll jetzt diesen Baum hier. Also die 4 Bäume da unten, die fällen wir jetzt noch heute. Einfach nur, um den Tag nicht sinnlos ausklingen zu lassen, ne? Also so zu verschwenden, sag ich mal. Kriegen wir hier wieder jede Menge, Sepp, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Harz, Baumharz.
Was wir dann für Düngemittel benutzen können. Dann im Sommer, wenn wir dann die ersten Pflanzen anpflanzen. Wird großartig. Wird großartig, Freunde. Ihr werdet sehen. Ihr werdet begeistert sein. Ich sehe schon das Funkeln in euren Augen. Moment. Ich mache das mal ein bisschen anders. Nur um sicherzustellen, dass halt das Holz nicht ins Wasser fliegt. So. Ach, das kann man wegmachen. Oha, das kann man wegmachen. Das wusste ich gar nicht. Ich glaube, das kam mit dem letzten Patch, kam das dazu. So, mal mit die beiden auch noch weg. Was soll der Geiz? Oh, unser Energie ist fast weg. Wie viel haben wir noch? 8 Stück. Ja, okay, das wird nichts mehr. Dann gehen wir schlafen, Freunde. Wir können eh nicht mehr viel machen. Es wird schon dunkel. Es wird schon Nacht. Und, ja, wir werden schon vermisst. Ne? So, ist gerade sehr hell, der Bildschirm. Was zum? Ich habe doch gar nichts geändert an der Einstellung. Warum ist der jetzt so hell? So, hier rein, das rein, das rein. Passt. Oder? Ja, passt. Also, dann gehen wir mal schlafen, würde ich mal sagen. Ich schaue nochmal schnell nach dem Wetter. Ja. So, passt. Schaut. Ach, nein. Wir müssen noch eine Sache machen. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Ach, du großer Gott. Wir müssen nochmal in die Stadt rüber, tatsächlich. Und das mit 8 Energie. Oh nein, ich habe nicht vor, das Let's Plays in die Länge zu ziehen. Diese Folge. Vielleicht doch, aber nein. Wir wollten nämlich noch zum Pub gucken, tatsächlich. Ich hoffe, der hat noch offen. Ja, er hat noch offen. Und sie ist tatsächlich hier. Ja, geil. Bitte, lass es das vierte Herz geben. Ich arbeite... Ja, das sehe ich doch. Da habe ich dich doch angequatscht, Mädchen. 3 Herzen. Großartig. Wir haben es nicht geschafft. Ärgerlich. So knapp. So knapp. Schniff. Naja gut, dann gehen wir jetzt erstmal in die Farm, auf die Farm schlafen. Und wir wissen, also auf jeden Fall weiß ich jetzt, es ist machbar, theoretisch. Es ist machbar, wenn man die richtigen Sachen findet. Zum Beispiel ein Topaz, ein Jade, ein Amethyst oder ein Rubin. Oder ein Aquamarin. Ne, also, oder ein bisschen Wolle. Ja. All diese Dinge, die helfen einem, dann das Ganze zu schaffen. Haben wir leider nicht gefunden, hatten wir nicht zur Verfügung. Ja, dann sind wir wieder forever alone. Schniff. So, ein neuer Tag, ein neues Glück. Wir sind immer noch mitten in der Folge. Ich lasse es jetzt einfach mal dabei. Wir machen jetzt einfach weiter, weil es wird eh nicht viel passieren an diesem Tag. Es wird den ganzen Tag regnen morgen. Ja, nice. Das schreit doch danach, dass wir wieder einen kleinen Minenbesuch abstatten. Oder wir gehen fischen. Weiß ich noch nicht. Das überlegen wir uns dann bis zur nächsten Folge. Ja, Coleslaw können wir bereits machen. Das heißt, wir schauen mal hinaus. Oh, die Parsnips sind reif, Freunde. So. Ja, bitte und so. Es ist so lange, seitdem du... ich habe so lange schon nichts mehr von dir gehört, mein Schatz. Die Dinge sind dieselben wie immer zu Hause. Ich vermisse dich sehr. Mit Liebe, Mom. PS, ich habe einen versiegelten Brief mit ein bisschen Geld für, von deinem Großvater gefunden. Oh, 500. Ja, geil. Hat er uns ein bisschen unter die Arme gegriffen, der gute Mann. Bester. Hashtag Best Grandpa. So, alle Ernten hier. Oh, ich hoffe, da kommt noch was Gescheites raus, Freunde. Wir haben nicht mehr viele Chancen, tatsächlich. So, erstmal schmeißen wir dieses eine hier, hier rein. So, da fehlen so noch 3 Stück. Und dann würde ich sagen, könnten wir eigentlich auch mal wieder vorbeigucken in unserem Community Center. So, bevor wir jetzt irgendwas anderes machen, werden wir jetzt erst einmal... nutzen wir jetzt ein bisschen Zaps. Da brauchen wir 50 Stück. So. 50 Stück. Und daraus stellen wir jetzt 25 davon her. So. Die gießen wir dann darüber hier. Dann müssen wir nochmal... Wobei, vielleicht hat sich das jetzt gar nicht gelohnt. Ich glaube, ich habe jetzt umsonst die Dinger hergestellt. Weil ich glaube nämlich... Es lohnt sich nicht mehr, heute noch was anzubauen. Ich schaue ganz schnell. Ach, wir haben Mittwoch. Scheiße, Pierce hat zu. Tja, sorry, Freunde. Ich habe jetzt ein bisschen, ja, von dem Düngemittel tatsächlich umsonst hergestellt und umsonst verbraten. Ärgerlich. Ärgerlich. 1, 2, 3, 4. Ja, es hätte noch einmal geklappt.
Mist. Ja, Freunde. Ich hab's verschwendet. Vielleicht können wir morgen ein bisschen was tatsächlich noch davon wiederfinden. Dann müssen wir nicht mehr so viele nach neu herstellen, ne? Gucken wir mal. So, ich schau mal, ob Emmy zu... Es ist abgesperrt. Mist. Oh. Guten Tag, der Herr. Nein, ich habe nicht vor, hier dieser Mülltonne zu wühlen. Es gibt nichts zu gucken. Sie können weiterlaufen in Ihre Arbeit. Ärgerlich, wenn man an einem, Feiertag arbeiten muss, nicht wahr? So. I feel the pain, bro. Ihr seht mich nicht. Seht mich nicht. So, 9 Uhr ist gleich. Ich hoffe, sie ist noch da, bevor das Flower Dance Festival losgeht. Vielleicht haben wir ja Glück. Und mit dem heutigen Reden schaffen wir es, sie dazu zu bringen, dass sie die Beine so weit breit macht, dass wir mit ihr tanzen können. Was? Hat er nicht gesagt? Doch, hat er. So. Na, komm schon. 20 Minuten noch. 10 Minuten noch. Es ist abgesperrt. Mist. Okay, wir müssen zum Flower Dance Festival. Hilft alles nix. Vielleicht ist sie schon so weit, dass sie sagt, okay, ich tanze mit dir. Aber ich glaube nicht. So, ihr seht einen Ladekringel. Ich hoffe, das Ding ist nicht abgeschmiert. Das wäre ärgerlich, ehrlich gesagt. So, jetzt so ganz kurz vor dem Flower Dance schmiert das Spiel ab. Oh, ist nicht abgeschmiert. Sehr gut. Erstmal hier über den Canyon laufen, dann hier hinunter. Wir können ja nicht runterfallen, ne? Ne, können wir nicht. Ach, das sind Klippen. Oh, was können wir hier kaufen? Können wir hier was Tolles kaufen? Oh, die blühen tatsächlich. Ja, nice. Eine seltene... Krau. Also eine seltene, ja, ihr wisst schon. Wir haben nicht das Geld dafür. Ich quatsch mal mit ihr. Oh, ich bin so gefüllt. Hey, hast du den neuen roten Jellies probiert? Können wir sie fragen, ob sie... Ja? Fragen wir sie. Ich bin wirklich... Es tut mir wirklich leid, aber ich bin bereits liiert zum Tanzen. Na, großartig. Und die anderen wollen sowieso nicht. Abby wahrscheinlich auch nicht. Ich hasse es wirklich zu tanzen vor den ganzen Leuten. Es ist so, ja, embarrassing. Meine Mom zwingt mich dazu. Fragen wir sie mal. Das ist wirklich sehr berührend, aber ich ich muss Nein sagen. Sorry. Dann sag halt Nein. Bitch. Dann sie sowieso. Das ist das Beste. Pass auf, das gönnt ihr euch. Ich arbeite an meinen Tanzbewegungen. Es muss wirklich perfekt sein. Ich bin schon die Blumenkönigin seit 5 Jahren. Und ich bin nicht bereit, von dem Thron herunterzutreten. Ja? Wir haben sie jetzt gefragt. Nein! Was voll als eklige Vibe, voll die Bitch. Deswegen mag ich sie nicht. So, weißt du was? Was soll der Geiz? Ja, leg los damit. So, und jetzt schweige ich still, dann ist es ein kleines Event, das muss man genießen. Das war Spaß. Jetzt ist es Zeit, zurück nach Hause zu gehen. Ich bitte darum. Hallo? Ah, jetzt bewegt sich die Maus wieder. Gerade hat sich die Maus nicht bewegt. War etwas komisch gerade, ehrlich gesagt. So, und das trifft sich ja ganz gut, dass wir jetzt so einen halben Event-Tag hatten. Das heißt, die Folge hat keine Überlänge. Das war voll der... Das war Trick 27, Freunde. Na, Fridolin, alles gut? Wir haben ja gesehen, es regnet morgen, richtig?
Ja, es regnet den ganzen Tag. Die Queen of Soos ist wieder da. Coleslaw kennen wir bereits, also es ist alles gut. Dann können wir jetzt schlafen gehen. So. Ja, wir gehen jetzt schlafen für die Nacht und kriegen eine Menge Geld. 875. Ja, nice, Freunde. Nice, nice, nice. Ja, mit diesem Bild lasse ich euch jetzt mal hier zurück. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bedanke mich fürs mit dabei sein. Schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein. Wenn wir dann uns überlegen, ja, bei diesem Regen, was wir dann tun werden. Naja, wir haben ja dann alle Möglichkeiten offen. Wir können alles machen, was wir wollen. Und stehen quasi keine Grenzen. Uns sind keine Grenzen gesetzt. Und ich, ja, schaltet dann auch wieder ein. Bis dahin. Tschüss.